Du willst wissen, was die CF Moto 850 Touring in der dritten Generation für Zeiten drückt? Ich werde sie messen. 040, 050, 080 und 0100. Und natürlich auch, was sie GPS gemessen an Topspeed so fährt. Und werde das Ganze in Relation stellen zu meiner alten 1000er. Wenn dich das interessiert, dann viel Spaß beim Video. Ja, 2024 hat der CF mit der 850er und der Neuauflage der 1000er Modellen in der dritten Generation aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Da gibt es ja auch schon zwei Videos von mir, einmal ein klassisches Review und wo wir dann einen Walkaround machen, also wo ich euch wirklich Detail für Detail die Maschine vorstelle. Und das zweite Video sind dann wirklich meine ersten Feindrücke, wie sich auch die Neuerungen das Ganze ja in Natura bewegen lässt, wie das dann auch wirklich beim, sage ich mal, Endkunden, beim User ankommt. Heute im Dentest geht es wirklich um Zahlen, Daten und Fakten. Das Video, was heute hier passiert, hat es mehr oder weniger vor einem Jahr schon zu meiner alten 1000er in der zweiten Generation gegeben. Also ich bin heute auf dem gleichen Platz, auf der gleichen Strecke, die gleichen Kamerapositionen, mit dem gleichen Handy-App, das ist der Racetimer, wie mit meiner 1000er und versuche dieses Video 1:1 zu kopieren mit der 850er in der dritten Generation. Die alte 1000er hatte ja 90 PS, hier haben wir bei der 850er haben wir 73 PS, 1000 Kubik versus quasi 800 Kubik. Und da bin ich wirklich schon gespannt, was da dann am Ende des Tages rauskommen wird. Ich setze mir den Helm auf, fahre zur Startlinie und zünd die 850er mal richtig durch. So da, ja, dann schauen wir, was in der neuen Seaforce 850 so wirklich drinnen steckt. Gang High haben wir eingelegt. So, wir resetten das Ganze. Kameras sind aktiv. So, und wir laden einmal wirklich im Sportmodus volle Kanone durch. 1, 2, 3. Ja, und dann schauen wir sich einmal die Ergebnisse an und vergleichen die Daten mit denen von der alten 1000er. Ja, also wenn wir auf den Bestwert von der alten 1000er kommen, da haben wir einen Wert von 2,1 Sekunden von 0 auf 40. Bei der neuen 850er haben wir eine Bestleistung von 2,4 Sekunden von 0 auf 40. Alte 1000er 050 3,1 Sekunden, da hat die 850er einen Bestwert von 2,7 Sekunden. Also da sieht man schon, dass sie quasi die 1000er auf die ersten Meter stärker ist, aber dann kommt schon wieder, sage ich mal, die 850er. Die alte 1000er 080 einen Bestwert von 5,9. Da kann die 850er nicht ganz mithalten, da hat sie einen Bestwert von 6,4. Aber, und das ist interessant, die alte 1000er Bestwert 0,111 Sekunden und Bestwert von der 850er 10,1 Sekunden, also fast eine Sekunde schneller. Ja, und wenn man das ein bisschen zusammenfasst, dann ist auch das, was man wirklich auf der Maschine spürt, also die alte 1000er war wirklich so, auf den ersten Schlag war die aggressiver. Das hat man ja auch am Video gesehen, dass die quasi vorne dann die Vorderräder hebt. Also in Österreich sagt man Gasbock dazu, in Deutschland Willi. Das schafft die 850er nicht, wenn man es nicht provoziert. Also wenn man ein bisschen, wie soll ich sagen, mit Schwung mithilft, dann natürlich schafft man schon einen Willi. Aber rein vom Stand, jetzt einmal voll durchladen, kann sie die Vorderräder nicht heben. Aber dann merkt man, und das ist wirklich so, was die Zahlen wiedergeben, dass die 850er gut wegmarschiert, also gleichmäßiger wegmarschiert. Die 1000er dann natürlich ihren Hubraum, die Mehrleistung von ja, knapp 17 PS, dann schon auf einen gewissen Bereich ausspielt.
Eben, das ist dann dieser 0,80er Wert, wo sie einfach dann schneller ist. Und das ist das, was ich schon, ich bin ja schon zwei Videos vorher damit unterwegs gewesen, also war halt schon 200 Kilometer damit unterwegs. Das habe ich schon, dass die 0,100er Zeit bei der besser sein wird, das habe ich schon sehr, sehr stark vermutet. Weil bei der 1000er, bei der alten, zweite Generation, bitte nicht verwechseln dann mit der aktuellen 1000er, sondern zweite Generation 1000er, dritte Generation 850er, da war es wirklich so, dass ab 80 passiert bei der nicht mehr viel. Da gibt es Gas und die kommt, die braucht dann wirklich für die letzten 20 km/h so dermaßen lange. Weil wenn man schaut, der 0,80er Wert haben wir 6 Sekunden und sie braucht dann eigentlich 5 Sekunden, dass sie noch 20 km/h schafft, bis sie quasi die 100 Stundenkilometer GPS gemessen erreicht hat. Und da kommt halt wirklich, ich sage, das ist der Großteil von dem Ganzen, was sich da widerspiegelt, dass sie dann auf 10,1 Sekunden kommt von 0 auf 100. Das ist das Getriebe. Ich glaube, dass das einfach viel gleichmäßiger, auch von der Übersetzung, viel passender gemacht geworden ist. Und natürlich auch, ja, Motorleistung 73 PS versus 90 PS. Natürlich ein bisschen weniger Hubraum. Also da kann sie dann nicht ganz mithalten. Aber man sieht halt, wenn man auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen weniger Gewicht, weil die hat sicher um 50 Kilo weniger. Vielleicht auch ein bisschen eine bessere Gewichtsaufteilung plus dem 90 CVT-Getriebe. Also so traurig wie es ist, aber die neue 850er von 0 auf 100 saugt halt die alte 1000er dann wirklich ab. Ja, und wenn ihr Fragen habt zum Test, dann bitte schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe wirklich versucht, das Ganze, was ich vor einem Jahr mit der 1000er gemacht habe, jetzt mit der 850er zu wiederholen. Die 850er hat aber da sicher ein bisschen einen schlechteren Stand, weil wir eben um 20 Grad mehr haben wie letztes Jahr. Aber dennoch kann sie, sage ich mal, auf jeden Fall mithalten mit der alten 1000er und dort und da hat sie sogar bessere Werte. Ja, und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Von der 850er gibt es auf jeden Fall noch zwei Videos. Eines wird sich um die ABS-Thematik handeln, weil ja das ein bisschen neu ist bei ZF. Wenn man sich das anschaut, wie sich das dann auch im Offroad-Gelände oder auf der Straße verhalten wird. Das zweite Video, was noch von der 850er kommt, da werden wir auf den Tät in Ungarn fahren, dass wir eine artgerechte Haltung zustande bringen, dass wir jetzt Matschloch, was wir irgendwo finden, wirklich auskosten. Und das Ganze, was mit der 850er passiert, wird dann auch mit der 1000er und mit der 1000er Pro passieren. Also wenn ihr da dann die Daten wissen wollt, wie schnell das die ist und was da wirklich dann der Unterschied zu 850er ist, dann, wenn noch nicht passiert, am besten jetzt meinen Kanal abonnieren. Würde mich riesig freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.